Filme, Serien, Nachrichten oder Kurzvideos. 80% unseres Datenverkehrs sind Bewegtbilder. 57% davon werden von den großen Platzhirschen wie Meta, Google, Amazon oder Netflix produziert. Sie alle sind quasi gratis auf unseren Internet-Highways unterwegs, kritisiert zumindest die Telekom Austria. Sie fordert deshalb für diese Nutzung eine Maut, eine Streaming-Maut. Vom Katzenvideo bis zum Serienmarathon. Gut ausgebautes Internet ist von Vorteil und das soll laut A1 von den Internetriesen mitgezahlt werden. Es gab allein in den letzten Monaten 2 Berichte der Europäischen Kommission, die ergeben haben, dass 200 Milliarden an Euro in Europa an Investitionen in die Telekomnetze fehlen. Wir wissen, dass in den USA pro Bürger und Bürgerin doppelt so viel investiert wird wie in Europa. Und wir müssen uns die Frage stellen, wie diese Investitionen getragen werden können. Für Magenta sei es ebenfalls sinnvoll, über einen Kostenbeitrag nachzudenken. Aktuell sehen wir, dass die Streaming-Nutzung 70% des Datenverkehrs ausmacht. Mindestens ein Drittel davon werden für Werbung verbraucht, was den Streaming-Anbietern hohe Gewinne ermöglicht. Die steigende Datennutzung erfordert die stetige Erweiterung unserer Netze. Auch 3 unterstützt eine Maut, setzt aber vor allem darauf, Meta, Netflix, Amazon und Co. in die Pflicht zu nehmen, dass ihre Dienste ressourcenschonender werden, etwa durch Komprimierung von Daten und hochauflösende Videoqualität. Verpflichtende Standards sind nicht nur nachhaltiger, sondern verhindern auch, dass Verbraucher für die Verfehlungen der Streaming-Giganten zur Kasse gebeten werden, weil sie immer leistungsstärkere, teurere Anschlüsse brauchen. Kritiker sehen die Netzneutralität der EU gefährdet, dass der gesamte Datenverkehr gleich behandelt werden muss. Eine Streaming-Maut könnte die Spielregeln ändern. Natürlich werden die großen Internetkonzerne aus den USA die ersten sein, die hier zahlen, um sich diese prominente Position zu sichern. Aber der Rest des Internets, der vielfältige Teil, um den es uns eigentlich geht, den zu schützen, der würde hier benachteiligt werden und das kann es ja nicht sein. Die Netzneutralität stellt keiner der angefragten österreichischen Internetanbieter in Frage. Es gehe um Lösungen für das fehlende Geld beim Netzausbau, etwa regulierende Terminierungsentgelte wie in der Telekommunikation. Für den Netzaktivisten könnte eine Maut dennoch an uns rückverrechnet werden durch höhere Abopreise und mehr Werbung. Weil natürlich auch jeder Hosting-Anbieter, jeder CDN hier mittelfristig anfangen muss, Geld einzuwerfen, damit die eigenen Daten noch ausreichend schnell ins Netz der großen Telekom-Konzerne kommen. Seit 2016 gilt die Netzneutralität in der EU und beinahe genauso lang wird über ihre Auslegung diskutiert. Aber was genau ist jetzt diese Netzneutralität? Am besten stellt man sich das Internet wie eine Autobahn vor. Dort sind alle Daten unterwegs und auch alle Videos. 57% von diesem Datenverkehr werden von den eben besprochenen Big Playern wie Google, Meta, Amazon, Netflix, Apple und Microsoft produziert. Die Netzneutralität stellt sicher, dass der Rest, also zum Beispiel auch jedes Katzenvideo oder auch dieses ZIP-Magazin in der ORF-TV-Thek genauso viel Platz hat auf der Internetautobahn. Alle Videos können also gleich gut und schnell abgespielt werden, ganz gleich ob das Katzenvideo oder der Film auf der Bezahlplattform. Und das ist wichtig, denn würde die Netzneutralität abgeschafft werden, dann könnten sich alle eine Überholspur kaufen, die sich das auch leisten könnten. Andere Dienste mit weniger Geld wären dahinter im Schneckentempo unterwegs und wären am Markt abgehängt. Und genau das ist in der EU nicht erlaubt und durch die Netzneutralität sichergestellt.